Wir spielen heute auf der besten Combo für Wario. Ja, endlich. Ich weiß, dass viele von euch auf Wario gewartet haben. Und hier ist er nun. Wir spielen Wario, Scooty, kleine Reifen und ich habe mal den Wario-Gleiter, weil einfach vom Aussehen passt das perfekt. Aber ich muss sagen, dass der Wolkengleiter, Papiergleiter oder irgendwas von den leichten Gleitern tatsächlich statsmäßig besser ist. Heißt, nehmt, wenn euch das Aussehen wichtig ist, den Wario-Gleiter, weil es einfach geil aussieht, wenn ihr mit Wario und einem Wario-Gleiter da rumfliegt. Aber ich würde den Wolkengleiter eher empfehlen. Ich habe jetzt in der ersten Runde mal den Wario-Gleiter genommen, einfach damit wir mal sehen, wie es aussehen würde. Und es sieht schon richtig passend und nice aus. Aber ich wechsle auch gleich auf den Wolkengleiter, weil das setzmäßig einfach besser ist. Und ja, aber es macht nicht einen riesen Unterschied. Also könnt ihr genauso gut auch den normalen Wario-Gleiter spielen. Also macht euch da keinen zu großen Kopf. Wir haben direkt 10 Coins. Das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Das war überschlecht gerade. Ich will irgendwie viel zu viel Hop allein. Das ist nicht so gut von mir. Ich muss diese Strat ein bisschen abhärten. Genau. Wenn euch die Serie gefällt, by the way, dann lasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal da und vergesst unbedingt nicht, das Video zu liken. Das würde dem Algorithmus sehr helfen und auch generell mir und dem ganzen Videokonzept der ganzen Serie und meiner Runde auf jeden Fall nicht, weil ein Like kann auch kein Boomerang oder keine Red Shell verhindern. Aber ey, mich würde es freuen. Also, wir spielen auf Ninja Dojo und... Was? Nevermind, das habe ich nicht kommen sehen. Okay, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir haben hier viele Tryers in der Lobby. Das ist, by the way, hier nehme ich das gerade im Anschluss an die beste Wiggler-Combo auf. Heißt, wir haben noch die genau gleichen Gegner wie in der letzten Folge. Oh mein Gott, ich habe so lange Invisibility. Pass mal auf. Direkt durch. Jetzt muss ein Schock kommen. Jetzt muss ein Schock kommen. Kommt schon. Nein, fahr oben lang, du Otto. Wo ist der Erste? Hui. Wo ist der Erste? Hat der so einen kranken Vorsprung? Das ist geisteskrank. Ah, ich schaff's nicht hier oben. Geh mal runter. Ich hätte den Pilz eigentlich hier in der Kurve einsetzen sollen, aber naja. Ja, der Erste ist viel zu weit vorne. Den hole ich nicht mehr. Den versuche ich euch gar nicht mehr abzuschießen. Ich werde jetzt einfach nur versuchen, meinen zweiten Platz irgendwie zu halten. Was auch mir, glaube ich, gelingen wird. Sehr nice. Guter Start in die Folge. Zweiter Platz mit Wario. Und wir wechseln jetzt natürlich auf den Wolkengleiter, um unsere Beschleunigung und unser Mini-Turbo nochmal ein bisschen zu erhöhen. Schokosumpf ist eine okaye Map vom Layout her. Vom Aussehen finde ich sie immer noch nicht so schön, weil es ist einfach nur braun, ist immer nur scheiße. Links und rechts am Boden überall. Einfach nur... Ist okay. Ist nicht das Schönste, was ich je gesehen habe, aber ist auch nicht das unbedingt Hässlichste. So. Es gibt dann immer noch die Sachen, die tausendmal hässlicher sind, die einfach übertrieben viele Farben haben und viel zu reinstechend sind, da die Augen wehtun nach einer Zeit. Das ist halt auch nicht geil. Und der Yoshi wird mich so anders hart trailen. Was? Wie habe ich das nicht bekommen? Nein, Melinda. Melinda, du Dumme. Okay, besser ist es. Aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Braucht das Doppel-Item hier vorne? Boah, ja, ich weiß, wie man die Map fahren muss. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, eine meiner besseren Maps, wenn es darum geht, wie ich vom Wissen her, wie ich sie fahren muss. Ich glaube, ich weiß perfekt, wie ich es für die Itemboxen fahren muss. Ich weiß, wo man am besten durchfährt. Hier die engen Lines, dass man hier zum Beispiel nicht driftet, dass man hier direkt so eng fährt, wie es geht. Hätte jetzt die Coins mitnehmen können, aber egal. Das war jetzt der Fehler, glaube ich. Weil die drei Coins hätten nochmal schon ein bisschen etwas größeren Unterschied gemacht. Melinda hat es erwischt. Das ist sehr schön zu sehen, tatsächlich. Und da kommt eine blaue. Komme ich auf die andere Seite vorher? Ja, komme ich. Und die Banane wurde auch mit zerstört. Das ist schade, aber nehmen wir so. Hier ist es jetzt egal, weil wir eine Coin haben und die Coin behalten wir auch. Um, wie ist er so schnell? Es ist ein Knochentrocken. Du hast keinen Speed. What? Na gut. Die Münze werde ich gleich loswerden, weil auf dem dritten kriegen wir einige bessere Items als eine Banane auf dem zweiten. Heißt... Hier immer schön aufpassen. Diesmal Coins mitnehmen. Um ein bisschen Puffer zu haben. Oh, ich dachte, ich kriege lila. Nein. Okay, trailen. Weil wir haben den Pilz auf dem zweiten. Den werde ich eventuell für die Ending-Shortcut benutzen. Heißt, ich fahre jetzt hier ein bisschen enger durch. Lass die Banane fallen. Und gehe so raus. Dann habe ich zwar Triple Protection für... Ja, weiß ich jetzt nicht. Oh mein Gott, Melinda wurde fast zerquetscht. Orange, orange, orange. Ja, den überhole ich nicht mehr. Aber Triple Protection, das ist nicht schlecht. War knapp. War noch mal knapp. Ich habe ihn fast noch eingeholt. Aber ist okay. Nochmal zweiter. Back to back. Kann man machen. So, Runde 3. Knochentrocken da vorne fährt eine sehr interessante Kombo. Slick Reifen, Yoshi Bike. Da fährt wohl jemand gerne mit Inward Drift.
So, wir haben erstmal das Lied. Ich werde direkt mal den anderen Leuten die Coins wegschnappen. Das ist immer sehr wichtig am Anfang. Damit ihr das Coin-Lied habt sozusagen. Ja gut, jetzt habe ich es auch nicht mehr. Oh, das wollte ich nicht. Sorry, sorry. Ey, ich krieg so ungewolltes Karma dafür. Ich wollte das nicht mal. Nein! Ich dachte, der fährt außen und das sah über so aus. Nein! Oh, ich habe die Coin auch nicht bekommen. Ist das geisteskrank. Okay, ich brauche Coins. Muss meine Coins hier hochbekommen. Auf der Map kann man gut... Was? Ich bin doch perfekt für dieses Doppelding gefahren. Na gut. Ich wollte gerade sagen, auf der Map kann man gut bergen. Was wir wahrscheinlich auch machen müssen. Gewollt oder ungewollt. Was? Ich bin auf dem 9. Der klaut mir was? Als ob vor mir niemand was hatte. Oh Gott. Was passiert hier wieder mit mir? What the fuck? Das Game macht wieder, was es will. Ja, zu lange soll es halt auch nicht gut laufen, ne? Man soll auch nicht zu viel wollen. Aber okay, wir haben 3 Pilze, heißt, wir können die eine Shortcut hier nehmen. Und zwar diese hier, das ist eine Weltrekord-Shortcut. Haben wir auch in einem Video behandelt, was Weltrekord-Shortcuts behandelt hat. Falls ihr das nicht gesehen habt, unbedingt abchecken. Top 10 Weltrekord-Shortcuts. Sehr sehenswert. Wow, 3 Grüne, das ist ja wunderbar. Das ist nicht sehr sehenswert. Ah, ja, natürlich! Hitte mich! What the fuck is happening? Okay, jetzt schießen da Leute nach vorne. Oh! Oh, komm! Ich helfe mich so selber. Oh, ich habe irgendwie getroffen. Jawohl. Oh Gott, ja, ich ahne sehr Böses. Aber wir haben 10 Coins. Ich habe nur einen Pilz, das ist eher semi. Ja, das war ein gutes Doppel-Item. Nice, wir haben 10 Coins. Ich kann gut aufholen. Ich habe 2 Pilze für End-Shortcut. Wenn jetzt nichts passiert. Okay, okay, das müssen wir haben. Das war perfekt. Das war absolut perfekt. Ich habe einen riesen Vorsprung. Sehr, sehr gut. Ich dachte erst, es wird eine Runde, wo ein bisschen schlechter wird, weil da am Anfang ein bisschen viel Scheiße passiert ist. Aber am Ende noch den ersten rausgekratzt mit 2 Pilzen. Sehr, sehr nice. Oh, eine Strecke, die ich nicht so mag. Einfach nur aufgrund der fehlenden Haftung der Strecke. Die Combo hat eine ganz okay Haftung, glaube ich. Ist etwa auf der Hälfte. Das war ein sehr schlechter Start. Wow, den nehme ich auf mich. Aber hier, guck mal, das slidet euch dann an die Seite. Hier, der Abschnitt ist gut, weil hier obviously kein Wasser am Boden ist so. Aber sobald es regnet, ist es rutschig und ihr rutscht hier rum und seid unkontrolliert und könnt nirgendwo hin. Ja, es ist mal so, mal so. Der Abschnitt ist auch okay, weil da, wo es nicht regnet, ist halt einfach nicht rutschig so. Du Dreckige. Holy shit, Alter, mach mir nicht so Angst. Digga, fährt der... Ist das ein Henry Stickmin-Me? Lol, egal, wie kreativ. Props to you, my man. Ey! Wo kommst du denn her? Umarmt er mich aber von hinten. Oh, ich habe irgendwie mit der Banane gegeben, glaube ich. So, nochmal eine extra Coin mitnehmen. Vielleicht sollte ich meine Coins mal ein bisschen hier... Oh mein Gott, ich habe den gerade so gedodged. Ist das krass. So, immer schön gedrückt halten, den linken Button, wenn man die Piranha-Pflanze loswerden will. Habe ich euch in einem der letzten Shorts erklärt, dass das sehr nützlich ist. Ich wusste das tatsächlich vor der Recherche auch nicht. Dass man den auch gedrückt halten kann. Ich habe nämlich immer gespammt. Durch Spam würde es auch gehen. Aber wenn ich sie wirklich so schnell wie möglich loswerden wollte, dann einfach gedrückt halten, weil dann hat das einen bestimmten Abstand, der ist regelmäßig und dann ist es auch wirklich das Schnellste, wie ihr sie loswerden könnt. So, wir sind noch im 4. Kurz vor Runde 3. Ich habe 10 Coins. Kurz gewartet mit der Aussage. Links die Shortcut lohnt absolut nicht, by the way. Das haben wir auch schon mal in einem Video uns angeschaut. Was mich mal wieder daran erinnert, wieder mal ein Video zu machen, über Dinge in Mario Kart, die keinen Sinn machen. Das wäre auch mal wieder was. Weil das ist eine Sache, die absolut keinen Sinn macht in Mario Kart. Diese eine Shortcut, die auch wirklich als Shortcut vorgesehen wäre, aber dich halt nur komplett aus der Bahn haut, weil die Fraction, also die Traction, also die Haftung auf der Strecke einfach komplett... Ja, das ist jetzt halt blöd. Blooper macht nochmal weniger Traction und dann noch zusätzlich Regen. Oh, Melinda, das tat dir aber gar nicht gut. Einen dritten Platz nehme ich aber mit. Dankeschön. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Wir haben... Was haben wir? Zweiter, erster, dritter. Es läuft crazy. Vancouver, glaube ich? Ich kann die Strecke am Anfang nie... Doch, da vorne ist das Blaue. Das ist Vancouver. Dürfte Vancouver sein. Wenn nicht, dann... Er heißt einfach Dude Zelda, der Typ links. Dude Zelda. Ja, der Dude Zelda heißt Link, by the way.
Kennt ihr dieses Meme, wo so Link drauf ist und der so eng geguckt und dann steht da so, I'm not Zelda? Weil alle immer, weil Leute, die keine Ahnung von Nintendo oder Gaming oder generell von so Zelda-Sachen haben, denken immer, dass Link Zelda ist. Die sehen dann Link und denken sich, ah, das ist doch hier Zelda. Weil sie wissen, dass es von da ist, aber sie wissen nicht, wie er ist, deswegen sagen sie Zelda. Und in mir drin triggert sich dann immer irgendwas. Aber ich muss dann immer an dieses Meme denken, weil da steht einfach so, I'm not Zelda. Und der regt sich halt drüber auf. So, erster Platz. Boah, das war ein gepanickter roter Pilz. Den hätte ich hier sehr gut für die Shortcut usen können. Das war absolut meine Schuld. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich gut überholt werden, weil da einige die Shortcut nehmen. Ich trade das, glaube ich, einfach. Einfach mal hier auch mal ein bisschen cocky sein. Nach hinten werfen. Hab nichts gebracht, weil ich ihn komplett ins Wasser geschmissen habe. Brrr. Hätte ich behalten können. Da hätte ich zwei Protection-Items gehabt, aber egal. Ist egal. Die sind ein bisschen was hinter mir. Das ist, glaube ich, keine Red Shell. Das war eine Tröte. Mein geschultes Mario Kart Adlerauge erweist sich auch hier wieder als nützlich. So. Oh nein. Aufpassen, dass man den nicht ins Gras reinfährt. Ich kann bei der Strecke nie sagen, wo der Ausgang ist. Ich vergesse das jedes Mal. Aber anscheinend links. So, wir haben zweimal Protection. Das war gerade sehr, sehr schlecht gefahren. Ja, das war es komplett mit mir. Was war mit ihm? Wollte er mich noch rammen oder so? Ich habe doch gerade Damage bekommen. Bro hat vergessen, dass sowas wie, wie heißt es? Schutzzeit existiert, nachdem er getroffen wurde. Invincibility nennt sich das, mein Freund. Invincibility. Nach hinten mit euch. Ich brauche die Readies. Ich brauche die Nein, das war meiner! Duhu! Bro, dieses Spiel! Ja, jetzt kommen sie alle. Dritte Runde. Jetzt haben wir wieder eine Average-Flugo-Runde. Pass mal auf. Ja, genau, so fängt es schon an. So fängt es schon an. Es darf jetzt hier nichts passieren. Komm, einmal halten. Einfach halten. Nein! Genau sowas nicht. Nein! Komm, komm, komm. Ah, das hat weh. Ah, wir hatten so gut. Zweiter, erster, was auch immer. Wir haben noch einen sechsten, aber er ist noch plus. Wir sind immer in den Top 50%. Ah, yes. We're in London. Some fucking fish and chips, innit? Alter, ich hatte eine wilde Kombo vor mir. Funky im Cat Cruiser. What the hell? Das habe ich auch noch nie gesehen. So. Runde Nummer 6. Mal schauen. Auf London, Darling. Oh, geh weg mit deiner Banane. Ich schieb sie dir woanders hin. Da war nichts. Hallo, Spiel. Japaner Leg Trails. Hihi. Nee, weiß man, wo Items. I'm gonna go back in, man. Scheiße. Krieg ich Pilze? Oh ja, aber ordentlich was. Hui. Wunderschön. Und kein Hit, wenn ich rauskomme. Geil. Let's go. So, zack, einmal durch. Das ist ein Einzelpilz? Ich dachte, das wäre ein Triple gewesen. Oi! Oh je. Yeah. Oh, das war ein sehr guter Trick. Den habe ich gut gehittet. Den habe ich sehr gut gehittet. Funky, leg das Feuer weg. Ah, leg das Feuer weg, du Opfer. Oh Gott, hier ist rutschig. Hier ist rutschig. Hilfe. Hilfe. Okay. Bin am zweiten. Was? Wie habe ich da keinen Trick bekommen? Ach, Digga, musst du in mich reinfahren? Komm, Daisy, das kannst du besser. Oh, ich hätte die Bombe da reinlegen müssen. Das hätte so viele Leute einfach gestoppt. Nein, meine Bombe! Die wäre so wertvoll gewesen. Ich hätte die so gut usen können. Okay, wir machen so. Kriegen direkt neue Items. Und nochmal zwei. Ja! Ich sehe nichts. Alles voller Jizz. Scheiße. Alles voller Blooper Jizz. Ah. Richtig Coin? Nee, doch. Lol. Oh! Junge! Ich bin Goat. Ich bin fucking Ziege. Holy shit. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nicht, Mann! Warum hast du Items? Da? What? Wo bin ich denn? What the fuck? Hä? Wie bin ich denn da hingekommen? Ja, okay, das ist jetzt halt, das war's. I'm sorry to say, but this has been it, my... Oh, wohl, warte, nee, noch nicht ganz. Und zack. Ja, yeah, I don't have invisibility, fuck.
Immer in die Drift Season. Ich muss jetzt hier ein bisschen was ausholen noch. Oh, fuck. Ja, Fünfter. Ey, das habe ich noch gut gespielt, gut mein Tempo gehalten. Nice. Sehr, sehr nice 6er Runden heute. Wenn euch... Kann ich reden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.